Jo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal mit Inif, wenn ich dich so nennen kann, eine Waffen-Challenge. Oder Finn. Ja, ich nenne ihn Finn, Leute. Und wir machen auf jeden Fall heute eine Waffen-Challenge. Wird auf jeden Fall sehr nice werden. Also bleibt dran. Und die lautet folgendermaßen: Wir dürfen quasi nur Kippweltwaffen nehmen. Also wir müssen in einer Kippwelt-Anomalie oder in einer ganz normalen Kippwelt, am besten in einer normalen Kippwelt landen, weil dort gibt es auch diese Chests, wo die Kippweltwaffen drin sind. Und mit den Waffen müssen wir dann quasi versuchen, so viel Kills zu holen wie möglich. Und ich würde sagen, der von uns beiden am Ende am meisten Kills hat mit Kippweltwaffen, der gewinnt dann am Ende. Kannst du bitte Duo machen? Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder in der Runde. Bis bald. Jetzt mache ich Cut. Wir werden jetzt auf jeden Fall dort landen, wo die Kippwelt ist, in dem Fall bei Dirty Dogs. Das heißt, wir landen jetzt Dirty Dogs. Aber ich glaube, das ist eh relativ klar, das brauche ich jetzt nicht dazu sagen. Wir dürfen auch in eine Kippwelt-Anomalie gehen und dort gegen Zombies fighten. Aber wir brauchen ja erstmal Waffen. Und deswegen müssen wir ja sogar in eine normale Kippwelt gehen. Weil in einer Kippwelt-Anomalie kannst du keine Kippwelt-Waffen bekommen. Nein, da kannst du nur gegen die fighten quasi, gegen die Zombies. Ich zoome ein bisschen raus. Die Cam, damit man es besser sieht. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Kippweltwaffe, Leute. Ich bekomme direkt eine goldene. Leute, und wie gesagt, wir dürfen nur Eliminierungen mit Kippweltwaffen machen. Oha! Ich habe gerade richtig viel Schaden bekommen. Da ist ein Gegner gelandet. Leute, ich könnte mich schon den ersten Kill holen. Das Problem ist, ich bin low und ich weiß nicht ganz genau, wo der Gegner ist. Lass mich doch in Ruhe! Das Zombie lässt mich einfach nicht in Ruhe, Leute. Wie viel Kills? Er hat noch keinen Kill, Leute. Wir versuchen ihm jetzt den Kill abzustauben. Leute, wir haben den einen gekillt. Schnell den Kill. Wir haben einen Kill, Leute. Wir haben einen Kill. Nice, wir haben schon zwei Kills. Ist der bei dir, der Gegner?
Leute, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir dürfen jetzt nicht sterben. Ich hole deine Karte und dann raus aus diesen verdammten. Leute, sorry, das war gerade ein bisschen komisch, aber ich konnte einfach gerade nichts anderes außer schreien, weil es war einfach gerade so, oh Gott, Leute, wir sind in Sicherheit, erstmal abhauen. Nein, Leute, schnell. Shit. Hey, was ist das hier? Geht's ja nirgends raus, oder was? Leute, wir müssen jetzt ganz schnell ihn holen. Am besten nicht bei Dirty Dogs. Ich glaube, der Van ist mitten im Dings drin, oder? Oder ist ein bisschen heraußen. Wenn er ein bisschen heraußen ist, dann können wir dich trotzdem noch holen. Auf jeden Fall schon 3 Kills. Es läuft perfekt, Leute. Da steht meiner Meinung nach einen Win nichts im Weg. Aber heute war ja ein neues Update. Also irgendwas mit Garnage oder so, dass man da jetzt ein Item bekommen kann. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Okay, Leute, wir holen ihn jetzt wieder. Ich hoffe, das klappt. Ich jobb dir da mal mies. Nein, darfst du nicht. Du darfst nur Kippweltwaffen benutzen. Das heißt, du musst jetzt wieder zurück zu den ganzen Zombies. Und dann musst du dir, eine Waffe holen. Kippweltwaffe. Aber hier, weil ich nicht so bin, hier ist eine Kippweltwaffe. Ich kann es direkt gerne haben von mir. Problem ist, Leute, ich habe nicht viel HP und wenn mich ein Zombie pusht, dann habe ich keine Chance. Okay, wir müssen jetzt eh los wegen Zone. Come on. Come on. Okay, let's. Was bist du? 10? Ja, lass einfach weiterfahren. Ein schnelleres Auto. Gib mir schnell Medkit. Ich muss mir jetzt ganz schnell Medkit geben. Also wenn du möchtest, du musst mir natürlich nicht droppen, weil es geht ja noch immer um die Kills. Du kannst jetzt auch sagen, du fährst einfach mit dem Auto alleine weg. Kannst du auch machen, aber ich hab dir auch Waffe geschoppt, deswegen. Er macht wirklich. Okay, let's go. Ab in die Zone, Leute. Ich fahr trotzdem mit Pickup, weil... Fuck! Aber hast du jetzt überhaupt schon einen Kill? Ich würde an deiner Stelle ein bisschen offensiver spielen.
Was habe ich? In welchem Clan bist du? Wie in Fortnite jetzt oder in welchem? Also in welchem Clan, sag mal, ich habe jetzt nicht akustisch ganz verstanden. Bananen oder Fisch? Oder sag mal zwischen... Du bist Banana-Gang, okay. Ich war früher Fischi, aber mittlerweile bin ich auch Banana. Soll ich dir sagen, warum? Einfach wegen Braxis und Wannabe. Die machen einfach so lustige Fortnite-Videos. Leute, wir haben ihn. Leute, wir haben einfach noch einen Kill bekommen. Ah, es läuft einfach gerade perfekt die Runde. Okay. Von der Season her, ich bin nicht ganz so gehypt, Leute, aber ja. Ich hoffe, ihr hattet alle bisher einen guten Schulstart. Muss ich auch noch allgemein erwähnen. Ja. Ich glaube, sogar ein paar in Deutschland haben noch ein paar Bezirke sogar Ferien. Aber in Österreich glaube ich nicht mehr. Also, nee, in Österreich hatten ja ab dieser Woche haben ja wieder alle gestartet. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es noch Bezirke, die noch Sommerferien haben. Aber ich bin mir jetzt auch nicht zu 100% sicher. Chicken. Leute, ich finde irgendwie jetzt, also vom Gesamtlichen, ich finde es halt sehr schade, weil so viele gesagt haben, es kommt ein neuer Ort und so weiter. Und es ist einfach kein neuer Ort gekommen. Und das finde ich halt auch sehr, sehr schade. Weil, nützt diese, also ich finde es sehr nice, diese Absturzstelle mit der Wüste. Die Wüste ist gekommen. Aber ich rede gerade mit meiner Community, also. Ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie mit mir selbst rede die ganze Zeit. Das ist ja ein bisschen cringe gewesen. Nee. Ja, auf jeden Fall schade, dass kein neuer Ort gekommen ist. Sie hätten auf jeden Fall so einen neuen Ort machen können. Wäre auf jeden Fall nice gewesen, aber es ist ja auch egal. Das mit den Wüstenabsturzstellen, die es gibt, das finde ich ganz nice, aber sonst hat sich nicht viel verändert. Achtung, einer geht pushen gerade. Achtung. What? Egal, Leute.
Fünfter Platz ist auch nicht, gar nicht so schlecht. Dann würde ich sagen, das war es dann mal wieder mit dem Video. Ich habe auf jeden Fall gewonnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, haut rein. Euer Recon Shell. Ciao.